So sieht es aus, wenn die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der AC Lebensfreude in der Sauerslau ihren Seniorinnen und Senioren eine zünftige Polonaise bieten. In die Kochstädter Kreisstraße hatte der Pflegedienst eingeladen und wieder alle Senioren herangefahren, um Fasching zu feiern. Wir feiern heute unseren dritten Fasching hier in der Lebensfreude. Es ist mittlerweile zu einer schönen Tradition geworden, unsere Feste und Feiern. Und wir sind froh, dass das Feedback von unseren zu Betreuenden immer so gut und so lustig zurückkommt. Und natürlich gehört zu solch einer zünftigen Faschingsparty auch das richtige Getränk. Selbstgemachte Bowle und etwas Gebäck sorgten für den kulinarischen Genuss. Mit viel Liebe zum Detail hatten sich die 17 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Lebensfreude vorbereitet. Doch bevor es ans eigentliche Feiern ging, hatte Geschäftsführerin Witschak noch eine ehrenvolle Aufgabe. Also wir sind ganz, ganz glücklich, dass unsere Diana endlich wieder da ist. Und seit Montag ist sie Schulkind. Weil es jetzt zurzeit keine Zuckertüten gibt, haben wir ihr eine kleine Freude in eine Kiste gepackt. Toi, toi, toi. Besonders hatten sich alle auf den gemeinsamen Einmarsch gefreut, doch das war eben nicht alles. Also Einmarsch der Mitarbeiter in einer Polonaise wird bestimmt sehr lustig. Eine selbstgeschriebene Büttenrede von unserer Kollegin, lustige Musik durch unsere zwei Alleinunterhalter und natürlich für reichlich Getränke und Leckereien ist auch gesorgt. Mit einer eigenhändig geschriebenen Büttenrede von der examinierten Krankenpflegerin Sabine Hese wurden die Gäste gut unterhalten und amüsierten sich an diesem Tag bei der AC Lebensfreude prächtig. Und eine stand am Ende der Faschingsfeier fest. Weitere gemeinsame Termine wird es auch in Zukunft geben.